Dann. Lotro. Da ist Lotro. Ja, lade. Ah, jetzt. Danke. Dann auf Belega. Beluga. Nee, Belega. Nicht Beluga. So. Nein, Herr der Ringe Online, bitte nicht verlassen. Ohne Scheiße, ich habe vorhin tatsächlich Charaktere gelöscht. Donnert. Ernsthaft? Oh nö! Oh, aber ich muss doch noch hoch und den Wein holen. Na gut, ich hoffe, in einer Stunde ist es weg. Ich hasse Gewitter. Ich will gerade mal gucken. Stimmt, warte mal. Wir könnten uns ja einmal die allererste Filmsequenz angucken, wenn das Spiel neu startet, sozusagen. Habt ihr da Bock drauf? Erwartet jetzt aber bitte keinen überragenden Film, ne? Man muss bedenken, von wann die Szene ist, aber dann gucken wir uns einmal die einleitende Filmsequenz an. Aber ich mache einmal für euch nochmal ein bisschen leiser. Das Spiel schreit einen ja gerne an. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn es so laut ist. Ich mag diese Tribute von Mordor. Das, wovor wir uns am meisten gefürchtet haben, ist eingetreten. Der eine Ring hat sich offenbart. Und während die Gefährten ihre Reise zum Schicksalsberg vorbereiten, macht sich der Schatten Saurons daran, ihn zurückzuholen. Vor langer, langer Zeit versammelte der Hexenkönig in Angmar eine Armee der Finsters. Nun ruft er erneut die Horden aus den Tiefen von Karn-Dûm zusammen, um mit ihnen die Länder Mittelerdes in Schutt und Asche zu legen. Aragorn und ich hatten geglaubt, dass es den Waldläufern gelingen würde, den Vormarsch des Hexenkönigs zu stoppen und dass Angmars Stärke noch nicht allzu groß sei. Wir haben uns geirrt. Gegen Sauron in die Schlacht zu ziehen. Denn wenn ihr der Armee von Angmar keinen Widerstand leistet, werden die Länder Mittelerdes für immer von Dunkelheit und Schatten überzogen. Die Zeit des Krieges ist gekommen. Er beginnt. Ja, das war die Szene, wenn man das Spiel zum Beispiel das erste Mal spielt. Eigentlich. So, wie gesagt, unser Charakter hat sich schon erstellt. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht groß hier ins Spiel denselben Film nochmal.
Wir bauen nicht groß ins Charaktermenü. Erst nachher, wenn ich mir den provisorischen erstelle. Ich habe leider auch keine normale Elbin. Sonst hätte ich gesagt, komm, ich mach's mit der. Doch da, aber die hier ist schon weiter. aber... weil ich keinen Hobbit spiele. sei auch diesmal dazu gesagt, wir nehmen das Ganze tatsächlich auch für YouTube auf. Also das hier kommt auch auf YouTube. Und da möchte ich keinen Hobbit spielen. Ich möchte gerne einen Elf spielen. aber... irgendwann spiele ich auch mein Hobbit. Aber nicht dieses Mal. Weiß gar nicht, wir haben, glaube ich... ich habe wieder eine Idee für die Punkte. Oh oh. Oh oh. Mighty foes of evil. Ah, das ist leider auf Englisch. The high elves, mit den Hochelfen. Schade. Aber ihr könnt es euch trotzdem mal gucken. Some remain, however, resisting the call of the sea, and using their fading power to make Middle-earth safe for days yet to come. Ich kann kein Englisch, ich auch nicht. So. Und was wir natürlich spielen, ist wieder der Runenbewahrer. Runenbewahrer beherrschen die Kräfte uralter Runen. Sie können dank der magischen Eigenschaften dieser geheimen Worte ihre Feinde mit Hilfe der Elemente bekämpfen oder auch ihre Verbündeten zur Fortsetzung der Schlacht motivieren. Könnte man ja. Also, so viel zu diesem Charakter. Ich werde einmal betreten. Englisch für Runaways, Englisch für Weglaufner. Genau. Genau. Im Jahr 3434 des zweiten Zeitalters versammelte sich ein großes Bündnis von Elben und Menschen, um sich dem dunklen Herrscher und seiner Eroberung von ganz Mittelerde entgegenzustellen. Die Hochelben, die Gesegneten von Valinor, hatten am meisten unter Sauron und Morgoth, dem Feind, gelitten und waren entschlossen, dieses Böse für immer aus der Welt zu verbannen. So. Jetzt. Jetzt geht's los. Einmal für Blinde. Und wir kommen zurück, Hybrid. Das Radar kann ruhig kleiner. Die Meldung auch ein bisschen. Das auch. Das auch. Okay. Dann einmal kurz mir alles hier irgendwie recht zuppeln. Jetzt kommt Kaios. Kaios kommt erst in einer Stunde. Ich spiele mit dem Charakter einmal vor. In einer Stunde erstellt Kaios sich seinen Charakter. Ich erstelle mir meinen provisorischen für die Einleitung. Und wenn wir aus der Einleitung raus sind, spiele ich mit dem Charakter hier weiter. Es ist total dämlich. Ich sag da auch nichts weiter zu. sonst werde ich nur rausfallend. Nein, das nicht, aber ich sag da nichts weiter zu. Und ich finde das etwas Schildbürgerstreichhaft, aber es ist nun mal so. Ich kann den guten Herrn auch nicht zu etwas zwingen, was er nicht möchte, deswegen habe ich ihm die Entscheidung überlassen, was hier gemacht wird. Er soll ja auch seinen Spaß haben, ne? Einfach mal ganz abgesehen. So, Leiste 4. Ach ne, Leiste 5 ist was hoch.
Upf. Wie gesagt, das ist alles etwas kompliziert. Ich hätte das gern ein bisschen einfacher gehabt, aber nur gut. Anzeigen, Anzeigen. Okay. Geht die Suche nach Leiste 3 los. Leiste 3 ist da. Nicht fixieren. Nicht fixieren. Und nicht fixieren. Und Leiste 1 hätte ich gerne hier. Bin ich jetzt Schwein und vollgefuttert bin ich auch noch. Oh Mann. Ich hoffe, dein Essen hat hier gemundet, frisches. Was hattest du denn eigentlich zu essen? Wieder Salat oder? Was anderes diesmal. Ja, Salat. Okay. Jetzt muss ich gleich einmal gucken. Okay. Das passt. Das kommt dahin. Hallo, kommt dahin. Oh, das Einstimmungsfenster. Kommt dahin. Fortschrittsleiste. Zielfortschritt. 3 Tierleiste. Okay. Ich glaube, ich habe alles. Versella, düften ein wenig von dir. Hier ist einmal und pilziger was hier. Ah, okay. Dann hoffe ich, dass es gemundet hat. Und ich glaube, ich habe da gerade Katzen- oder Hundehaar am Mikro. Dann hätten wir das. Dann muss ich noch einmal. Es geht gleich los. Kampfoptionen. Nee, Oberfläche? Oberfläche ist es. Immer alles plündern, bitte. Nein. Nein. Lebensenergie. Produktion. Okay. Jetzt müssten wir alles haben. Jetzt wollte ich noch einen Fisch auf den Tisch. Das hat dich süß. Was hat dich dran gehindert? So stimmt, Fisch darfst du ja eigentlich gar nicht essen. Ne? Eigentlich. Rein hypothetisch gesehen. Ach warte, kann ich nicht auch die Namen, also die Anzeige über deren Namen irgendwie wegmachen? Ging das nicht auch irgendwie? X-Namen sind aus? Nee. Och, Leute. Dann an Ausspielertitel. Nee, das will ich alles nicht. Eine Szene, die brauche ich. Aber was ich nicht will, wo kann man denn das so mal ausschalten, dass man diese Kack-Dinger da nicht sieht? Das Aufgabensymbol. Oder war das das hier? Ah, okay. Oder Kanickel roh und zappelt. Oh Mann. So. Zur Info, das hier werde ich vorlesen. Das bei Kaya werde ich nicht vorlesen, weil das logischerweise nicht komplett meine Storyline ist. Deswegen nicht wundern. So, ein Stern in der Dunkelheit und irgendwas. Ich glaube, das ist immer noch am Mikro dran. Daria, ihr wart in einer tiefen Trance gefangen und ich konnte euch erst jetzt aus ihr erwecken. Lasst nicht zu,
dass euer Feind, dass der Feind eure Gedanken mit Bildern und seine Niederlage trübt. Wie sauer und sicher weiß, sind wir in dieser Schlacht überlegen. Aber ein in die Enge getriebener Feind ist am gefährlichsten. Und es gibt in diesem Reich keinen, der hinterhältiger ist als der Feind. Wir müssen unsere Sorgen vorerst hinter uns lassen und unseren Vorteil nutzen. Ich fütter mal Dientos, der hat sich Hunger, der Kleine. Oh Gott, ja. Stimmt, wir haben hier den Hasen noch. Hochkönig Gigalat, auf nun. Auf und davon. Titel gewährt, schön. Wir haben so viele Heere und Männer versammelt, wie wir nur irgendwie konnten immer noch nicht genug sein. König Ryuk, der Eidbrecher, ist mit seiner verräterischen Sippe in die Berge geflohen. Wer ist das? Und Durin hat uns nur einige hundert seines Volkes gesandt. Wie kannst du seinen Namen vergessen? Hört mich an, Elbenmenschen. Die Zeit der Worte ist vorbei. Sauron seht nur Zwietracht zwischen ihnen, jenen, die sich ihm entgegenstellen und seht nur, was das geführt hat. Die Könige von Lorien und dem Waldreich, ihre Truppen in den sicheren Tod getrieben. Und für was? Für nichts. Ihr Stolz hat sie blind für den Verrat des Feindes gemacht. Sauron ist geschickt darin, den Stolz und die Ängste seiner Gegner zu seinen eigenen Zwecken zu nutzen. Ich hasse mich jetzt schon, dass ich das alles lesen muss. Die Menschen von Numenor, die noch in diesem Reich verblieben sind, kennen seine Heimtücke nur zu gut. Das Schicksal von Numenor und Eregion ist in der Tat tragisch, aber Saurons Zorn ist seit diesen dunklen Jahren nur noch stärker geworden. Sollten wir diese Schlacht verlieren, wird sich nie wieder jemand ihm entgegenstellen. Sollten wir diese Schlacht... Er wird zu Ostern nicht gegessen. Der dunkle Herrscher sammelt jenseits des schwarzen Tores seine Kräfte neu. Wir müssen durch den Morannon brechen. Nur dann wird Sauron gezwungen werden, für das Leid zu büßen, das er unserem Volk zugefügt hat. Völkern. Wir müssen diesem Bösen ein Ende bereiten, bevor... Ferner klingt ein Horn, während ein Kundschafter einen nahen Hügel herabreitet. Dientos wird nicht zu Ostern gegessen. Vergiss es. Nicht so lange, wie ich ihn lebe. Hochkönig, es nähern sich Reiter. Sie kommen von hinten, hinter dem schwarzen Tor. Es ist eine kleine Gruppe, nur 9 an der Zahl. Wird der Feind vielleicht doch noch verhandeln? Haha, verhandeln. Sauron setzt seine Diener nicht als Botschafter ein. Lasst sie ungehindert vorreiten, aber bleibt wachsam. Wir werden uns ihnen auf dem Feld entgegenstellen. Endlich zeigen sich die Träger der 9 Ringe. Sie kommen von hinten. Oh, Halbert, der war schlecht. Die Schattenkönige, die Gewitterin, die sind aus der Dunkelheit zurückgekehrt. Juhu. No, wer liegt denn da? Ah, Leute, ey, ihr denkt ja nur zweideutig. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Wirklich. Die kommen näher. Juhu. So, jetzt sehe man mal, wie groß diese Pferde sind. Alter, wer hat dieses Verhältnis bitte aufgestellt? Verhältnis wir zu den Reitern. Ist. Okay. Der Elbenkönig und die verfluchten Getreuen. Ja, hi. Ich stelle mich mal wieder in meine Reihe. Mein Herr hat mir befohlen, euch seine Bedingungen zu unterbreiten. Bedingungen? Ist unser Bündnis so stark, dass euer Herr sich ergeben möchte? ergeben. Er hat ergeben gesagt. Sauron der Große spricht nicht davon, dass er sich ergibt, sondern ihr euch. Sprecht, Diener von Sauron. Ich bin kein einfacher Diener. Ihr sprecht mit einem König der Menschen und dem Herrn der Nazgul. Nazgul, sprecht ihr eure Sprache nicht mehr? Ihr seid kein König. Dafür hat der Ring gesorgt, den ihr tragt.
Schweigt, Elbenwicht. Das sind seine Bedingungen. Celebrimbor hat die drei Ringe zum Hohn seines Werkes geschmiedet. Ihr werdet sie aushändigen und schwören, niemals wieder vor die Tore Mordors zu kommen. Ihr werdet gut beraten, sein freundliches Angebot anzunehmen. Vor allem freundlich. Und wenn wir annehmen sollten, was kann er uns versprechen, damit wir sicher sein können, dass er nie wieder Krieg gegen uns führt? Er bietet gar nichts an. Mit Sauron kann er keinen Frieden geben. Dieses Angebot ist nur eine weitere Lüge. Komm schon, die sehen doch alle ganz freundlich aus. Geht jetzt, flieht zu eurem Herrn und sagt ihm, dass sein Ende naht. So sei es. Sauron der Große hat mir vorerst Einheit geboten, doch seine Geduld nähert sich dem Ende. Ihr und euer erbärmliches Heer seid diejenigen, die fliehen solltet. Denn schon bald wird es keine Zuflucht mehr geben, egal wie gut ihr euch versteckt. Wie gut versteckt sie auch sein mag. Die von Saurons Herrschaft frei ist. Naja, lauf, lauf, lauf! Oh, Daniel, wir müssen reden. Ich glaube, ich spreche meinen Namen trotzdem mit Daniel. Da wir Saurons Forderungen abgelehnt haben. Ich verstehe die Frage nicht. Kennst du uns anders? Nee, ich kenne euch nicht anders. In dieser Schlacht zurückhalten werden. Hätte mir eigentlich klar sein müssen. Da liegen viele tote Leichen, die da kürzlich verstorben sind. Oh Mann. Alter, wie viel Leben hat der Kerl? Er hat einem Jordi zu viel Zeit. Daher, bevor die Neuen aufgetaucht sind, habe ich die Speere von Lindon mit einer Garnison aus Menschen und Elben losgeschickt. Da wir Saurons Forderungen abgelehnt haben, dürfen wir nicht mehr darauf hoffen, dass die Gwethareien sich in dieser Schlacht zurückhalten werden. Ihr kennt die Speere als Telaron, Megoril und Derneth. Und die standen schon in so mancher Schlacht gegen Sauron und seinen schrecklichen Diener an meiner Seite. Als sie aufbrachen, schworen sie, die Gräber des Feindes zu überqueren und seine Belagerungsmaschinen zu vernichten. Zwar wurde unsere Position schon länger nicht mehr mit Katapulten beschossen, aber die gesamte Front wurde mit diesen Maschinen in Schutt und Asche gelegt. Ihr müsst nun für mich als Kundschafter fungieren und eine Nachricht für mich überbringen. Findet heraus, was mit der Garnison geschehen ist und gebt den Überlebenden... Miau. und gebt den Überlebenden eine Nachricht, die in Hoffnung machen wird. Miau! Miau! Oh Gott, ich kann nicht mehr ausbleiben. Das Bündnis rückt auf das schwarze Tor vor und kein Fisch und kein Ork wird unseren Sieg über Sauron verhindern können. Miau! Geht du, ich werde das Bündnis für den Vormarsch auf das Muradum vorbereiten. Behaltet euch und seid vorsichtig. Ja, ja. Komm. Geh nach Hause. Frisches musst du mich so zum Lachen bringen. Bei jedem zweiten Satz jetzt Miau. Lord of the Cats. Oh, so viele tote Leichen. Ich bin nur nicht in der Nähe, okay. Flieht, ihr Narren! Gibt's auch lebende Leichen? Ja! Die, Zombies und Skelette, das sind lebende Leichen. Ich meine, sie waren nicht tot, sind wieder aufgestanden. Ist eine lebende Leiche. Also eher die Zombies als die Skelette. Ja, untot klingt so.
so böse, so rau. Oh Mann. Huch, da kommt einer angerannt. Die Speere von Lindon konnten Saurons Truppen standhalten, aber ihre Lage wird immer verzweifelter. Hallo Megoriel. Helft den Verwundeten auf dem Schlachtfeld. Hoffen wir gemeinsam, dass das Bündnis rechtzeitig eintrifft, um die Truppen des Feindes zurückzuschlagen. Ja, hoffen wir das mal. Seid gegrüßt, Adariel. Ich bin Megoriel von Lindon. Wie steht es um die Kämpfe im Norden? Ihr erzählt Megoriel von euren Begegnungen mit dem Quälterein und überbringt die Nachricht von Hochkundig Gegalad. Wenn wir an diesem Tag wirklich das Schwarze Tor angreifen wollen, muss das Bündnis bald hierher vorstoßen. Wir haben getan, was der Hochkönig verlangt hat. Wir haben die Waffen des Feindes vernichtet. Aber als die Gewehrtereien aufgetaucht sind, fliehen viele von uns und unsere Truppen wurden überall auf der Dagorland verstreut. Die Gesichter der Gewehrtereien, wie ich sie kannte, als sie die Ringe nahmen, sind längst verblasst. Aber diesen hier erkannte ich an seiner Klinge. Er wird der verfluchte Reiter genannt und er trieb sein Reittier über Mensch, Elb und Ork gleichermaßen. Leider mussten wir uns zurückziehen und konnten nur wenige auf dem Schlachtfeld helfen. Jetzt versuchen wir, den einzigen Weg über die großen Gräber zu halten und der Gegner hat neue Ballisten herangeführt. Helft den Verwundeten auf dem Schlachtfeld und hoffen wir gemeinsam, dass das Bündnis rechtzeitig eintrifft, um die Truppen des Feindes zurückzuschlagen. Eureka. Sprich schnell. Ja, klappt. Ja. Er hat Teleron. Ja! Mann, lass mich doch erstmal lesen. Sprecht schnell, denn unsere Feinde rücken aus dem Osten auf uns zu. Erzählt Dennis von eurer Begegnung mit den Gewehtereien und überbringt die Nachricht des Hochkönigs. Er hat wen? Teleron. Teleron. Teleron heißt der gute Knabe. Lebende Leichen nennt man Zombies. Ja. Siehste, Mappa sieht das auch so. Die Gewehrtereien, zwei von ihnen, kamen aus Norden durch unsere Garnison. Einer ritt nach Westen und trieb unsere Truppen auseinander. Aber der andere, er hat Teleron. Er fing Telerons Schwertarm im Kampf mit einem bösartig aussehenden Seil ein und schliff ihn mit seinen Reitern nach Osten. Ich konnte ihm nicht durch die Massen an Orks folgen. Ich habe versagt. Ich habe versagt und den Hochkönig enttäuscht. Aber ich musste weiterkämpfen. Teleron summt die Telekom-Melodie. Oh. Luna. Nein. Einfach nein. Manu. Warum seid ihr heute so? Habt ihr das Wochenende nicht vertragen? Sag mal. Ihr macht mir Angst. Nein, hab ich nicht. Oh Mann. Macht mich fertig. Ich habe den ganzen Samstag nur geschlafen. Sonntag bis circa 17 Uhr nur geschlafen. Also welches Wochenende? Ja, ist ja gut. Das hier lese ich übrigens nicht vor. Ich muss ja nicht alle, jeden kleinen Koloris hier vorlesen. Ich will es in der nächsten halben Stunde schaffen. Sonst ist Kaya derjenige, der warten muss auf mich. Dann darf ich mir was anhören. Er ist tot. Oh, jetzt kommt gleich das Ekelhafte. Oh. Hallo Thranduil. Es gibt kein Entkommen für euch. Erkennt ihr nun das Schicksal, das jene erwartet, die sich gegen meinen Herrn stellen? Der dunkle Herrscher hat keine Macht über mich, Geist. Also.
Auch wenn mein Schicksal besiegelt sein mag, meine Pfeile treffen noch immer ein Ziel. Ihr Ziel. Scheiße, Kaya ist da! Wir müssen verstecken. Der Wille kann geboren werden. Strandu will vom Grünwald und diese Klingen dafür sorgen, dass Spinnen von unten, von oben kommen. Ich bin weg, ey. Ich weiß es. Und trotzdem ist es so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Es ist so. Es ist so ekelhaft. Dann vergesse ich sogar noch zu lesen. Und das macht sich besser, Kaya. Trotzdem danke. Naja, das ändert nichts daran, dass ich Angst vor der Spinne habe. Auch wenn es die Stimmung etwas lockert. Aber vielen, vielen lieben Dank für deinen Restuff, Kaya. Ich bin aber ab. Warte, das war die Schokobo-Melodie. Ja? Ja, das war sie. Der Fluchtenreise bewahrt und die Brut von was weiß ich. Die Spinne hat mehr Angst vor dir. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Der Prinz hat nur durch Glück den Angriff seines Vaters auf das schwarze Tor überlebt. Aber die Worte des Vatermann bereiten mir Sorgen. Der Reiter sagte einen Namen in Quenia, bevor er verschwand. Und Gwetari, die Spinnenkönigin. Und Goliath ist aus diesem Reich verschwunden und wird der Welt keine Schwierigkeiten mehr machen. Aber ihre Kinder haben noch sehr. Ihre Kinder leben noch. Sie lauern allem auf, dass sie verschwinden können. Und verbreiten ihre Dunkelheit in Mittelerde. Eines von ihnen wird. Wo war's denn jetzt? Eines von ihnen wird einen ähnlichen Hunger besitzen wie sie. Aber es wird die Macht des dunklen Herrschers nicht fürchten und besitzt keinen anderen Zweck als zu fressen. Tankra! Tankra! Lecker Spinne auf. Schoko-Eis mit gebrannter Banane. Nein, frisches, nein. Nein, wirklich nicht. Bitte gib mir den Link zum Originalvideo. Du musst mich aber dran erinnern, Luna. Das sind keine guten Neuigkeiten. Auch wenn es als Glücksfall erschien, dass sich die großen Spinnen auf dem Reiter stürzten. Wenn wir dieses Kind von Ungoliant nicht im Krieg stellen, wird sein Hunger irgendwann so groß sein, dass es ihm außerhalb von Mordor zu stillen versuchen wird. Oh ja, das wird's. Der Hochkönig gestattet mir zwar, euch auf Drängen der Spähe von Lindon zu folgen, aber nun will er, dass ihr sofort zurückkehrt. Das Bündnis hat endlich die vorgeschobene Garnison erreicht. Stoßt zu unseren Truppen, Edarial, und macht euch bereit für den Sturm auf das Schwarze Tor. Juhu! Glorfindel und ich werden die Verletzung des Prinzen behandeln. Geht jetzt. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So, ich mache einmal Autolauf, dann kann ich in der Zeit essen. Mm-hmm.